Ich bin eine Künstlerin. Ich möchte dich fragen, was ist ein Künstler für dich? Wann darf sich ein Künstler Künstler nennen? Ist jeder Mensch ein Künstler? Sind wir alle Künstler? Oder sind es nur solche, die Kunst studiert haben, die ihre Kunst teuer verkaufen? Wer oder was ist ein Künstler? Schreib es doch super, super gerne in die Kommentare. Ich bin da ganz neugierig zu erfahren, wie du das Ganze siehst. Denn ich möchte dir heute aus meiner Erfahrung sagen, wie es für mich war, noch vor 7, 8 Jahren. Wenn ich damals jemandem gesagt hätte, ich bin eine Künstlerin, dann wäre ich erst einmal direkt rot angelaufen. Vielleicht werde ich heute auch noch ein bisschen rot, wenn ich das sage, denn es ist immerhin etwas sehr Kraftvolles. In dem Moment, in dem du sagst, ich bin ein Künstler, ich bin eine Künstlerin, hast du dich entschieden. Du hast dich für deinen Lebensweg entschieden. Du hast dich frei gemacht von limitierenden Glaubenssätzen. Von dem Gedanken, du bist nicht gut genug oder du bist nicht kreativ genug. Ich persönlich habe damals gedacht, wenn ich eine Künstlerin bin, dann müsste ich das erst einmal studiert haben. Um eine Künstlerin sein zu können, muss ich auch dazu stehen können, dass ich verrückt bin. Ich muss mich gewissermaßen in eine Schablone drücken lassen, in eine Schublade stecken lassen, ein bestimmtes Klischee erfüllen. Vielleicht muss ich einen Pinsel im Haar tragen. Ungefähr so. Bin ich jetzt die ideale Künstlerin? In etwa so? Was mir persönlich geholfen hat, war mein Aufenthalt damals in Peru. Ich habe 5 Jahre in Peru gelebt und dieses Land, die Mentalität dort hat mich unglaublich locker gemacht, hat mich unglaublich frei gemacht, hat mich unglaublich gelöst von alten Gedankenmustern und Glaubenssätzen, die ich mit mir rumgetragen habe. Und ich habe damals eine Zeit in einem Kunstzentrum mitten im Dschungel verbracht, mehrere Monate lang. Und ich war zum ersten Mal in meinem Leben umgeben von Künstlern. Von Künstlern aus aller Welt. Egal, ob sie studiert haben oder nicht studiert haben. Jeder, der dorthin kam, in dieses Zentrum, war automatisch ein Künstler. Und warum? Weil er sich auf seiner künstlerischen Reise befand. Und diese Menschen waren alle so extrem individuell. Jeder war so verrückt auf seine Art und Weise und wir alle teilten trotzdem dieselben Sorgen und Gedanken, Selbstzweifel. Und es war so schön damals, dass ich mich mit diesen Menschen darüber austauschen konnte. Und damals in dieser Zeit habe ich zum ersten Mal begriffen, dass es vollkommen mega geil ist, anders zu sein, verrückt zu sein, die Dinge nicht gleich zu sehen. Denn die Sache ist, jeder Mensch sieht die Welt anders, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch trägt sein ganz eigenes, ureigenes Potenzial in sich, seine ganz eigenen Vorstellungen von der Zukunft. Und für mich ist jemand ein Künstler, wenn er sein Leben nach seinen eigenen Regeln erschafft. Für mich ist ein Künstler, der aus Begeisterung das tut, was er liebt. Für mich sind Lebenskünstler Künstler. Menschen, die ihr Leben selbst anpacken. Die nicht darauf warten, dass jemand anderes Verantwortung für sie übernimmt, dass etwas im Außen geschieht,
Nein, Menschen, die tun, was sie für richtig halten, was sie im Innersten fühlen. Menschen, die ihrer Intuition folgen, ihrem Bauchgefühl und die wissen, dass dort etwas ist, was sich entfalten möchte in alle Himmelsrichtungen. Wenn ich abends zu Bett gehe, dann stelle ich mir eine weiße Leinwand vor. Und ich stelle mir vor, was dort auf dieser weißen Leinwand erblüht. Das ist meine Leinwand des Lebens. Und ich bin die, die sie erschafft, die sie malt, die sie zum Leben erweckt. Und ich warte nicht darauf, dass irgendjemand kommt und mir den Pinsel gibt oder die Farben gibt. Ich mache es, weil ich es möchte, weil ich es fühle und weil ich die Einzige bin in diesem Leben, die ihre Träume selbst verwirklichen kann. Und wenn etwas gerade in dir in Wallung gerät, aufbebt, wenn du ein Gefühl auf einmal hast, das dir sagt, ja, das ist es, ich möchte meiner Begeisterung folgen, ich möchte Kunst machen, ich möchte malen, einfach weil mein Herz danach ruft. Und du dich bisher nicht getraut hast zu sagen, ich bin eine Künstlerin, ich bin ein Künstler, dann schließ jetzt die Augen und dann sag es dir, denn du bist es. Wenn du es fühlst, dann bist du es. Du bist eine Künstlerin, du bist ein Künstler. Am Ende sind wir alle Künstler. Aber die Art und Weise, wie du dein Leben gestaltest, wie du deinen Lebensweg gehst, das entscheidest du. Du darfst diesen Weg selbst erschaffen und er kann so verrückt und so anders sein, wie es überhaupt nur geht. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, ihr seid großartig.